Hey und herzlich willkommen zurück bei Männerherz. Heute haben wir ein neues Unboxing für euch von dieser Smartwatch hier von Amazon. Und weiter geht's nach dem Intro. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Mit dem Teppichmesser, weil das ansonsten sehr schwer aufgeht. So. Ja, die Verpackung fühlt sich gut an, dass da oben ist ein bisschen 3D, also die Verpackung relativ hochwertig, muss ich sagen. Ja, schauen wir mal rein. Das haben sie auch nicht zu einfach gestaltet, ne? Ist ja immer toll. So. Dann haben wir Anleitungen, ne? Da steht dann drin, welche App man am Smartphone braucht und so weiter. Denke ich, braucht man am Anfang auch ganz kurz, dass man da ein bisschen reinfindet, weil das Menü auch nicht zu einfach gestaltet sein soll, was ich in den Bewertungen gelesen habe. Wir haben hier ein Kontaktladekabel, also man klatscht das hinten dran. Hier oben. Und dann lädt das. Also das von Apple, dieses runde, gefällt mir besser, wie das da, aber das Kabel ist auch nicht so hochwertig, muss man gleich dazu sagen. Aber das hier ist auch okay. Also finde ich nicht schlecht. Außerdem finde ich Kontaktladekabel bei einer Smartwatch generell besser, beziehungsweise auch cooler wie ein normales Ladekabel. So. Ziehen wir das mal ab. Perfekt. Schalten das Ganze ein. Wir haben ja auch noch ein Ersatzarmband dabei. Selbe Farbe, bisschen anders da designt. Ja, da sind sogar noch Stifte drin. Ich weiß nicht, ob man die jetzt sieht. Das ist halt dann etwas doof zu wechseln, finde ich. Also bei meiner Apple Watch, also jeder wird eine Apple Watch kennen, aber da drückt man einfach nur da hinten drauf. Und dann kann man das abziehen und anderes dann reinstecken. Das ist halt deutlich bequemer. Ich lege die jetzt auch mal ab, weil dann kann ich die andere eventuell an den Arm nehmen. So, da kann man gleich die App runterladen mit diesem QR-Code. Das werden wir auch direkt tun. Hoffentlich ist er jetzt nicht weg. Ah, die App heißt Glory Fit, da findet man die auch. Jetzt ist was verbunden. So, und jetzt hat man hier schon mal ganz viele Möglichkeiten in der App, die man an der Uhr selber nicht hat, Sachen auszuwählen. Also hier kann man dann mal Kontakte synchronisieren, da muss man die ja dann aber auswählen. Oder ja, auswählen. Das ist ein bisschen doof. Ich wähle meinen Papa aus, weil der soll mich auch gleich anrufen. Um zu sehen, ob der Anruf durchgeht oder nicht. Und ganz viele euch da, dann müssen auch noch andere dabei sein.
Ja, ich wähle die zwei noch aus, weil ich mir echt nicht sicher bin, welche Nummer er hat mit den Endziffern. So, die Kontakte habe ich ausgewählt. Das könnte, sollte funktionieren. So, Ziffernblatt einstellen. Hier kann man sich schon mal viele Ziffernblätter aussuchen. Die sind ganz cool Design, aber bearbeiten selber kann man die da nicht. Man kann auch noch mehr downloaden, also das ist nicht alles, was es gibt. Wie man die downloadet, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann nicht in diesem Video, aber ja, also man zieht weiter runter und dann kommen ja schon mehr dazu. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, nehme ich mal das. Ich bin jetzt kein Frankreich-Fußball-Fan, aber Fußballfan an sich bin ich schon. Synchronisiert. So, und jetzt sehen wir auch, dass ich das Bild da habe. Das ist ganz cool. Also, wenn ich mal eins auswählen würde, dann schlicht es nicht sowas, aber ja. Meine Oberfläche haben wir da, das ist jetzt das, unbenutzer definiert. Da kann man sich eins etwas selber gestalten, was die Farbe angeht. Also da sieht man dann, die Uhrzeit ändern sich, man kann ein Bild auswählen. Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, Lust auf Mathe-Bild, dann wähle ich halt das und dann habe ich ein cooles Mathe-Bild da drauf von meinem Heft. Immer ganz schön, würde ich mir eigentlich so immer raussuchen. Ist auch super geeignet für einen Spicker. Oftmals muss ich die abgeben jetzt in der Schule, aber mache ich nicht immer, weil die Lehrer das dann trotzdem nicht checken. Egal. So, jetzt habe ich mein Mathe-Heft da drauf. Schön. Und dann kann man halt die Farbe der Uhr auswählen. Also so viel wie bei Apple man da auswählen kann, geht halt nicht. Herzfrequenz einstellen, ja. Geht alles. Und Mitteilungen kann man so die wichtigsten Sachen auswählen. Also ich habe jetzt hier gar nichts. Kann man mal WhatsApp auswählen, dann kriegt man WhatsApp-Benachrichtigungen und so weiter. YouTube ist eigentlich Quatsch. Und Wecker. Das finde ich ganz interessant. Kann ich das irgendwie bearbeiten? Wenn ich jetzt hier, Vloa mir, 21 Uhr. Mache ich mal 21:25 Uhr und dann schauen wir, was passiert. Sichern. Aktivieren wir jetzt. Bildschirmhelligkeit. Hier kann man die Helligkeit noch einstellen, wie die Ampel, wenn der Bildschirm. Ah ja. Das ist cool. Dann geht die an wie bei einer Apple Watch. Also die aktiviert schon. Die hat eigentlich ein Always-On-Display, wenn ich sie am Arm habe und nicht. Wenn sie nicht gesperrt ist, ansonsten hat sie das Always-On-Display natürlich nicht. Das wäre ja totale Akkuverschwendung. Da kann man einstellen, dass es sich meldet, wenn man zu lange gesitzt hat. Aber ich laufe mit der Apple Watch teilweise rum, dann kriege ich die Nachricht trotzdem. Also es funktioniert bei der Apple Watch selber nicht so gut. Dann gehe ich da mal auch von nicht so gut aus. Anruferinnerungen, bla bla bla. So, hier kann man dann Sport messen. Das ist ganz cool. Was so eine Smartwatch halt aber generell mit sich bringt. Man hat in der App super viele Sportarten, die es halt bei der Apple Watch gar nicht gibt, wie zum Beispiel jetzt Bergsteigen oder sowas. Glaube ich, gibt es nicht. Fußball und Baseball, der ganze Kram gibt es nicht. Wie gut man das dann messen kann, weiß ich nicht. Natürlich kann die auch Herzfrequenz messen und so weiter. Wie eine normale Smartwatch halt auch. Entscheidend bei der ist dann halt der Preis. Für 20,99 finde ich sie bis jetzt top, sage ich ehrlich. Wenn die Nachrichten jetzt noch gut funktionieren, dann kann man sich da echt gar nicht beschweren. Aber unser Wecker, den wir eingeschaltet haben, wir haben ja schon laut der Uhr 21:56 Uhr und hier 21:55 Uhr. Wir haben auch Freitag, ne, weil da ja nur bis Freitag ausgewählt ist. Kam nichts vom Wecker.
Warum auch immer, vielleicht habe ich das falsch gemacht. Da kann man auch ein Bitten nicht stören aktivieren. Das ist alles super praktisch. Ja, jetzt sehe ich, ich habe Hallo geschrieben bekommen von meinem Papa. Hat mir das Handy auch gezeigt. Wird nicht so schön angezeigt, aber man kann es lesen und ist gut. Jetzt sind Anrufe noch ganz interessant, ob die jetzt durchgehen. Und hier kann man dann ein bisschen durchswitchen, hat verschiedene Sachen. Schlafmessen ist mit Sicherheit schwierig, weil die keine 2, 3 Tage am Stück hält. Also ich gehe davon aus, man muss sie jeden Tag laden. Bedeutet, wenn man sie dann nachts am Arm hat, wo sie den Schlaf messen soll, kann man sie am nächsten Tag erstmal nicht benutzen, bevor man sie geladen hat. Und das will man natürlich nicht. Also ist Schlafmessen schwierig. Das Wetter kriegt man hier angezeigt, top. Aber es gibt keinen App Store oder so. Und hinten auf der Verpackung meine ich, die Uhr hat sogar einen Sound. Das ist cool. Und dann kann ich den auch annehmen hier. Hörst du mich? Sehr gut. Fantastisch. Von der Uhr jetzt. Ja. Hörst du mich? Ja, auch von der Uhr. Fantastisch. Ich weiß nicht, wie man das ist am besten. Warte. Sag mal was. Hallo. Ja, also es kommt alles von der Uhr. Sehr gut. Sehr gut. Das finde ich überraschend, finde ich sehr, sehr gut. Dann kann man mit der Uhr telefonieren. Hallo? Also, so der Anruf ist beendet. Also das finde ich sehr gut. Das ist richtig stark. Leider kann man keine Spiele drauf spielen oder Apps installieren, wie WhatsApp oder so. Das gibt es halt auf meiner Apple Watch indirekt. Es gibt nicht direkt WhatsApp. Um die soll es ja gar nicht gehen, aber da kann man halt Apps installieren und WhatsApp selber gibt es da halt auch nicht, sondern nur dieses. Vielleicht wurde das bei dem Update runtergenommen, aber ich hatte es drauf, weil es gab ja dieses neue WatchOS vor kurzem. Egal, aber YouTube Music oder OneFootball zum Beispiel oder OneNote gibt es da halt auch nicht. Aber das ist nicht die Welt. Also für 20,99 kann man da gar nichts sagen. Die Uhr hat Ton, anscheinend auch ein Lautsprecher. Das überrascht mich. Also Tonlautsprecher dasselbe, anscheinend auch ein Mikrofon, das überrascht mich sehr. Finde ich sehr, sehr cool. Man hat an der App selber diese Funktionen: Telefon, Sport, Zustand, Herzfrequenz, Blut, Sauerstoff. Testen. Weiß ich nicht. Ja, will gerade nicht, egal. Dann hat man Schlafen, bla bla bla, Alarm, Musik. Kann man hier anscheinend abspielen lassen. Aber was abgespielt wird oder so, das sieht man nicht. Kann ich dann auch weiter drücken. Ganz cool. Oder zurückgehen. Aber halt, man sieht nicht, was abgespielt wird. Sprachassistent, was kann das? Hallo? Hallo? Ach so, das aktiviert. Ja, das aktiviert die Siri dann. Das ist ganz cool. Auch relativ nützlich. Atmen und so ganzer Kram, wo halt eine Smartwatch mit sich bringt. Aber ich finde es ultimativ überraschend, was sie denn eigentlich alles kann für 2099. Und da braucht man sich in der Theorie. Natürlich ist die von der Qualität deutlich besser, da kommt halt auch der Preis her. Aber warum sollte man sich so eine Uhr holen, wenn man auch die haben kann, die denselben Zweck erfüllt und bla bla bla. Und das ist jetzt auch eine 44 mm Version, also das Größte, was es gibt. Und das Display ist trotzdem größer. Gut, manche sagen, die wollen es lieber klein. Dann hat man bei der halt ein Problem, weil die gibt es, glaube ich, nur in einer Größe, was das Display angeht, und dann ist es halt schon relativ groß. Von der Qualität her, vom Gehäuse und so weiter, ist es ziemlich billig. Aber für 20,99 kann es nur wieder betonen, ist das Quatsch. Also ist das, kann man gar nichts dagegen sagen. Wer sich da aufregt, hat meiner Meinung nach keine Ahnung. Und hinten an den Armbändern hat man für die Stifte, das wusste ich nicht, das hat man bei einer normalen Uhr
nicht. Diese Dinger, das macht es dann halt auch einfacher, das zu wechseln. Und man muss da nicht irgendwie dumm rummachen. Gut, hat man das hier auch? Ja. Also, sehr gut. Überzeugt mich. Ja, jetzt habe ich auch eine Snapchat-Benachrichtigung bekommen. Die Benachrichtigungen sehen nicht so schön aus, aber man kann, ist alles lesbar, es ist alles top. Ja, und das war's eigentlich. Also, was will man noch mehr dazu sagen? Ich denke, in der App habe ich, glaube ich, auch alles erklärt, was man erklären kann. Mit den Anrufen, App-Erinnerungen, bla bla bla. Oh, ich denke, ich habe alles Nötige erwähnt. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und lasst gerne ein Like da, Abo, teilt das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.